Hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia! Mit dem Shining. Ja, Alex wollte mit uns reden. Wir müssen ja alle Kinder jetzt versammeln. Den Text hatten wir schon. Los. Okay, alle haben sich drinnen versammelt. Sie haben alle Angst und verstehen nicht ganz, was los ist. Die Kinder werden zu uns auch schon und erwarten, dass wir ihnen sagen, was sie tun sollen. Also lass uns eine tapfere Miene aufsetzen. Wie können wir ihnen ein sicheres Gefühl geben? Eine beruhigende Lüge oder die Wahrheit? Wir sollten ihnen schon lieber die Wahrheit sagen. Die Wahrheit könnte sehr hart für sie sein, aber es würde sowieso irgendwann rauskommen. Und wenn wir sie anlügen und es dann herausfinden, werden sie uns das sicher übernehmen. Weißt du, du bist ziemlich erwachsen für dein Alter. Alle mal herhören. Es fällt mir nicht leicht, euch das zu sagen, aber alle, die im Dorf waren, wurden entführt. Wir wissen nicht, wohin sie gebracht wurden oder warum sie überhaupt entführt wurden. Auch wenn es verlockend ist, sich das Schlimmste auszumalen, führt euch bitte in Erinnerung, dass sie eine sehr fähige Truppe sind. Sie haben den stärksten Kampfsportmeister in Kadell unter sich. Mit Rothea haben sie die schlauste Wissenschaftlerin, die ich kenne, unter sich. Und Kit kann kochen. War jetzt irgendwie abwertend. Erdreich, wir sind diejenigen, die schlecht gestellt sind. Wir sind dem Untergang geweiht. Hilfe. Halten wir gerade irgendeine Rede? Mann, das war anstrengend. Jetzt, wo alle etwas runtergekommen sind, können wir den nächsten Schritt planen. Ich habe schon ein paar Ideen, wo wir mit unseren Ermittlungen anfangen können. Es hat etwas mit dem Sternenstein zu tun, der heute vom Himmel gefallen ist. Hast du ihn finden können? Also ist es kein Sternenstein, sondern ein Golem. Noch besser, so können wir mehr Informationen aus ihm ziehen. Es ist sicher kein Zufall, dass das Ding am selben Tag vom Himmel gefallen ist, wie dieses Schiff hier aufgetaucht ist. Das muss irgendwie zusammenhängen. So ein Pech, dass der Golem zerstört ist. Er gibt aber Geräusche von sich. Huch, das hat mir Angst eingejagt. Wenn bloß Rothea hier wäre, sie hätte ihn reparieren können. Dann hätte er uns sicher ein paar Antworten liefern können. Hey, das ist keine schlechte Idee. Auch ohne Rotheas Hilfe sollte es in den großen Städten eine Menge Wissenschaftler geben. Die Stadt Atai liegt genau westlich von hier. Das wäre ein guter Ort, um die Suche nach einem Ort zu beginnen. Also ist es entschieden. Du wirst in Atai nach Hinweisen suchen. Und solange du weg bist, werde ich über das Dorf wachen. Ich werde es im besten Zustand halten. Die anderen werden staunen, wenn sie wiederkommen. Soll ich den Kopf direkt mitnehmen? So, was denkst du, sind unsere realen Chancen? Ich meine, dieses Raumschiff. Für sowas Riesiges sehen wir wahrscheinlich wie kleine Käfer aus. Wir müssen es versuchen! Genau, egal wie klein unsere Chancen sind, wir müssen unser Bestes geben und es versuchen. Die Arthur sagt, es gibt mir wirklich Hoffnung. Danke, Gell! Wenn wir das hier durchhalten, werden wir sicher stärker aus der Sache hervorgehen. Das würde Oma sagen. Das war eine lange Nacht. Wir sollten uns ein bisschen Schlaf gönnen. Morgen ist auch noch ein Tag. Ja. Da hat er recht. Ich meine, das war mein Zimmer. Es war ein anstrengender Tag. Gute Nacht, Leute. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Nein, Spaß. So, darf ich jetzt wenigstens endlich die Gitarre mitnehmen? Nimm doch die Gitarre mit. Ja genau, direkt wieder schlafen legen.
Das wäre die richtige Entscheidung. Da sind die Kiddies. Ich würde gern erst noch das, was da oben war, einsammeln. Hier in den oberen rechten Zimmer war ja was für uns. Die Frage war, wie kommt man dran? Was ich mir vorstellen kann ist, genau, dass man da reinschießt. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Das wäre eine Menge Geld. Ist schade. Man kommt da schlicht und ergreifend nicht dran. Ich vergesse jedes Mal aufs Neue, dass es eine Sprint-Taste gibt. Da ist Alex. Hey, du Schlafmütze! Ich hab dich heute ausschlafen lassen. Du hast es nötiger als ich. Ich habe jedem erstmal einen Dienst zugeteilt. Solange alle beschäftigt sind, bleibt keine Zeit fürs traurig sein. Jenny und Rita haben dir im Lahm eine kleine Reiseausstattung zusammengelegt. Geh auf jeden Fall noch bei allem vorbei, bevor du deine Reise antrittst. Also ich soll jetzt jeden nochmal ansprechen. Ja, der hier hat Kochdienst. Hier ist er mein erstes Opfer, Gast. Auch gut. Ah, ich kann hier kochen. Habe ich denn was zum Kochen dabei? Ja, tatsächlich. Das Fleisch, das ist schwer zu kochen. Weil das macht richtig Druck. So, und hier haben wir noch was. Jawohl. Habe ich sonst noch was? Die Vase, die kann man höchstwahrscheinlich verkaufen. Bei irgendeinem richtig guten Händler. So. Die haben leider alle Hühnchen auch entführt. Das Dojo. Pam. So, was davon ist denn der Laden? Das hier, ne? Hey, okay, wir haben ein paar Snacks für deine Reise zusammengelegt. Nimm so viel Proviant, wie du tragen kannst. Ja, dann gönne ich mir aber erstmal das hier. Nom, 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 nom. Ich habe das Inventar voll. Ich nehme ein paar von den Froschschenkeln. Kann ich das da drauf packen? Okay, das ging. Die kann ich nämlich bestimmt auch noch kochen. Da gehe ich von aus. Natürlich erstmal wieder zuweisen. So. Die Knolle. Guck mal, wie gut ich im Kochen bin. Ich mache bald ein Kochbuch. Ich habe daraus Kartoffelecken gemacht. Von mir könnt ihr was lernen. So kocht man, Leute. Die Milch kann man nicht kochen. Aber das Ei. Und daraus wurde ein gerolltes Omelett.
Warte mal, in der anderen Richtung mal gucken. Da war ja auch noch was. Da war ja ein Lager. Vielleicht ist er jetzt was neu. Nö. Um die eine Münze ist es nicht schade. Habt ihr was für mich bereitgelegt? Nö. Und du? Der macht die Kartoffeln, okay. Hier kriege ich wahrscheinlich nichts. Ja, wahrscheinlich dann, wenn nur noch auf der linken Seite der Karte. Heißt durchsprinten. So, hier drin war ich noch nicht. Ich wollte das Omelett eigentlich nicht essen. Ich wollte die Echse runterschießen. Das kann ruhig weg. Ich nehme den Käse. Hier ist nix. Das ist enttäuschend. Na dann, ciao Leute. So, im Westen finden wir was, hieß es. Natürlich brauchen wir aber auch mal einen Kampf wieder, Leute. Oh, Wildschweine. Aua. Beide. Aua. Mann, halten die viel aus. Echt starke Wildschweine. Da ist das Unbesiegbare. Hier ist Löwenzahn. Kann ihn bestimmt braten. Und die wurden zu Fleisch. Ich esse einfach den Löwenzahn. Ist da noch ein Wildschwein? Wir sind auf der Sonnenblumenstraße. Ich habe das Gefühl, hier würde ich nur sterben. Wahrscheinlich soll ich eigentlich zu der Stadt da. Gerade so einem Kampf entkommen. So, wo sind wir? Wie hieß die Stadt? Franvey, eine kühne und neue Vision des Reisens. Ach ja, hieß die Stadt, meine ich, wo ich hin soll. Hier runter. Oh, ich habe mir ein Feuerchen angemacht. Käse kann ich nicht kochen. Fleisch ist immer eine Herausforderung. Wir haben Fleischbällchen, ja. Ich bin glücklich. Ich dachte, hier war gerade eben irgendwas zum Lesen. Ist das Haus das einzige hier? Scheint so.
Ich könnte jetzt hier farmen. Ach komm, dann machen wir hier für heute schon mal Schluss. Ich will die Folgen ja nicht allzu lang machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!